Du kannst erkennen, dass aus dem Arm, aus der Wunde, die du eben gerade, ja, also es ist kein Blut, es ist Säure, die dort rausläuft. Und ja, herzlichen Glückwunsch, du stehst im Nahkampf mit einem Legionär von Jagdmonit. Er hat in dieser Runde noch nichts getan. Lutinde hat den Acceleratus abgeschlossen. Die Söldner, also du hast noch eine weitere Aktion. Freie Aktion, ich brüll mal hierher schießen. Gut. Noch eine Aktion. Ja, die spare ich mir erstmal auf. Also, Gut, wieder nächste zurück. Kampfrunde. Du hattest gesagt, du wolltest, also du willst dich umwandeln oder sowas. Dann nächste Kampfrunde. Die Söldner sind auf der 13 wieder dran. Ich Die möchte gern laden ihre vorziehen. Armbrüste nach. Ich möchte gern vor. Okay, ja. Da, dann vorbereitieren und vorziehen. Ja, Die sind eh gleich, oder? die Söldner sind durch. Du kannst die Brindisi und kannst die Söldner, also deine Maraskaner kannst du dann ziehen. Kann ich auch vor Jalan vorziehen? Wer ist denn da Ich vor hab uns die dran? höhere Wer da? Inibasis. Ihr seid jetzt dran. Also ihr müsst jetzt. Brindisi. Jalan hat höhere Inibasis, oder? Dann darf er vorziehen, glaube Dann ich. Ich fange los. einfach mal an. Ich gucke gar nicht erst danach, ob Brindisi an das Ding fällt. Ich vertraue ihm, drehe mich um, jetzt mit dem Schwert in der Hand, sehr viel mutiger. Und erblicke erstmal die Gestalt. Rufe noch auf das große Teil und sprinte los. Reicht nicht ganz für einen Sturmangriff. So, regeltechnisch nochmal, Wasche hat 10 Schadenspunkte mit ihrem Dolch gemacht, beziehungsweise, nicht, Entschuldigung, 10 TP mit dem Dolch, wir ziehen die Rüstung ab. Es waren erstmal nur 3 auf der äußeren Haut und er regeneriert 8 nach, also dementsprechend, er ist halt wieder voll. Nur das zur Also gezielter Erklärung. Stich umgeht ja Rüstung, also aus dem natürlichen Rüstungsschutz, ne? Genau. Genau, der umgeht ja die Rüstung, deswegen muss man die erschweren, während man attackiert, weil man ja die Rüstung umgeht quasi Genau, frustriert. richtig. Ja. Kurze Anmerkung zu dem Sternchen. Also das ist jetzt eine OT-Anmerkung, die ihr Item nicht habt. Der Wirtskörper, geschützt durch eine Lindwurmhaut, kann normal verletzt werden. Allerdings kann kein nicht magischer Treffer, und ein Dolch ist nicht magisch, mehr als 8 TP anrichten. Alle stärkeren Treffer stoßen im Inneren auf den Dämon, der folgerichtig gegen magische Treffer einen Rüstungsschutz von 8 hat. Der Wirtskörper regeneriert 2 W6 LDP pro Kampfrunde. Und dementsprechend, ja, machst halt doppelten Schaden, weil Rondra geweihte Waffen gegen ein Zant, das ist schon ganz schön gut, aber naja, ist halt nicht Aber magisch. für Washer sieht es ja gerade aus, als hätte sie überhaupt nichts gemacht. Oder Du es hast wechselt für ihn auch wieder zu. überhaupt nichts ausgerichtet mit deinem kleinen Dolch. Gott. Genau. So. Ja. Brindigian stürmt, nee, Entschuldigung, Yalan stürmt herbei. Brindigian. Ich frage noch mal kurz. Ich bin nicht nah genug dran, um jemanden mit einem Sturmangriff zu erwischen, richtig? Ist ja etwas diffus bei den kleinen Abständen hier. Naja, schauen wir mal nach. Das sind jetzt noch 4 Meter zu Lutinde. Also nicht, alles klar. Also nicht, genau. Brindigia. Mal OT, wenn ich das Ding erkenne, was genau ist das? Ein 15-jähriger Junge, der jetzt aus dem Hörner wachsen, also irgendeine widernatürliche Kreatur, die es jetzt umzubringen gilt. Würfel mal eine Magiekundeprobe. Ich erschwere sie dir um 7 Punkte, weil A, Dämon bzw. Dämonoid und naja, die Dinger kennt man nicht, es sei denn, du warst in den Borbaradianischen Kriegen unterwegs. Ansonsten ist es eine neue Schöpfung, die es vorher nicht gab. Ich habe Spezialisierung auf Dämonologie. Ja, ist okay. Ich glaube, die Frage war, ob er dann die Dings ignorieren darf. Ne, dann bekommt er 2 Punkte dazu. Okay. Das Ja, funktioniert. hast du mal am Rande gehört, eine Schöpfung von Xeraan, ein Legionär von Jagdmonit. Kleine Kinder, die mit einem Zant im Inneren verschmolzen worden sind und jetzt als unaufhaltsame Krieger kämpfen, haben noch nie eine einzige Schlacht verloren. Okay, aber es sind Dämonen, es ist nichts irgendwie Paktierer-mäßiges oder sowas. Also da ist ein Dämon im Inneren. Okay, alles klar. Wenn ich das erkenne, dann werde ich sofort anfangen, einen Zauber zu wirken. Ja, Und welchen? zwar fange ich jetzt an, meinen Stab über den Kopf zu drehen. Also ich mache ein Guardianum, in der nächsten Kampfrunde kann ich den dann beenden. Ein Guardianum, okay, gut. Mit dem Dämonenteil, dass das halt gegen Dämonen besser wirkt. Ja, gut. Ja, wie gesagt, die Söldner, die Söldner, die oben stehen, die werde ich jetzt einfach mal aus dem Kampf rausnehmen, weil die haben mit ihrer Armbrust geschossen. Nachladen, also wenn wir das in Kampfrunden abhandeln, da wird gar nichts mehr passieren. Die kommen doch wohl gefälligst hier herunter. Wie denn? Ja, dann fangen die an zu klettern.
Dauert. Ja, okay. Ja, Dauert. okay, Also, ist gut. ja, es ist okay. Yalan ist Sturm gerannt, Brindigian, ja. Ephedaios, du bist dran. Ich bringe den Märtyrersegen zu Ende und nutze meine zwei freien Aktionen, um von Mölja meinen Effortbar zu greifen. Ja. So. Ja, was willst du tun? Ja, ich habe ja, also ich musste noch die zwei Aktionen diese Runde für Ach so, meinen Märtyrersegen aufbauen. War der Märtyrersegen dann zwei Kampfrunden lang? Ja, zwei Kampfrunden lang. Achso, ich dachte zwei Aktionen, Entschuldigung. Dann ist Wascher dran. Ja, weglaufen wäre dämlich, weil dann hat man den Rücken. Ich versuche, was ganz bescheuert ist, ich versuche mit dem Fußfeger zu Fall zu bringen, bis die anderen da sind. Keine Ahnung, wenn ich ja, mir keinen Schaden machen kann. Ja, klar, also hau rein. So. Boah, genau geschafft. Gar kein Problem, er macht Gegenhalten. Das heißt, wir schauen einfach mal nach. Seine Attacke mit seinem. Okay, schade, das ist nicht geklappt. Dann geht dein. Dann tauchst du unter dem dornenversehrten Arm durch und versuchst ihm dann. Raufen 17. Wie sieht denn das aus mit zu Fall bringen? Also, das müsste ja eigentlich eine erschwerte Attacke sein, ne? Fußfeger. Ja, Fußfeger? Also, müsste er, glaube ich, auch irgendeine Erschwernis haben. Nee, hat keine Standard. Ich hab doch die Sonne. Keine nee. Schwert. Okay, dann, ja, dann Fußfeger, was passiert? Das heißt, ich reiß ihm quasi die Beine weg und wenn er dann nicht gegenhalten kann, stürzt er, wenn er sich nicht mit der Gewandtheit retten kann. Eine, eine Gewandtheitsprobe? Ja. Ja, ja er hat gerade nicht pariert, sondern hat versucht, ja selber anzugreifen. Dementsprechend. Doch, dann fällt er, ne? Dann fällt er. Dann verliert er 2W6 Initiative. Ha! Nee, also er kann jetzt noch eine Gewandtheitsprobe machen, wenn er die nicht schafft, dann ist er am Boden. Okay, schauen wir mal nach. Fünf. Aber er hat doch gar nicht pariert. Hat er zwei, also ja, zwei Möglichkeiten? Genau, also, ja, dann, also dann steht er halt immer noch, okay. Aber er verliert halt dann nicht 2W6, sondern 1W6, ne? Oh. 3. Nee, er verliert gar nichts. Verliert gar nichts, einfach nur die Gewandtheitsprobe schaffen. Mhm. Also wenn ihr solche Manöver ansagt, dann müsst ihr bitte wissen, was das kann. So, Wascher hat versucht, irgendeine Raufen niederzuringen, also wie gesagt, wenn ihr irgendwas machen wollt, dann müsst ihr wissen, wie die Regeln passieren. Sorry, ja, ich hatte damit jetzt nicht gerechnet. Okay, ich guck's nach. Bis ja. So, dankeschön. Lutinde. Lutinde zieht vor, beziehungsweise... genau, Ephedaios war dran. Lutinde muss gar nicht vorziehen, aber sie trotzdem. Sie springt Yalan mit ihrem Dolch an und würde ganz gerne nach dir stechen. Also eine Aktion... Position, auf dich zugehen und dann stechen mit dem Dolch. Genau, schwerer Dolch. Das schafft sie nicht. Dann kannst du sie einfach mit deinem Schwert parieren und ja, passt. Der Legionär von Jagmunit hatte eben eine Aktion Parade, um nicht zu Fall zu gehen. So, jetzt ist die Frage, liegt er am Boden? Ist er kniend? Was passiert, wenn er die Gewandtheitsprobe geschafft hat? Also hier steht, genau, der Verteidiger muss beim Gelingen eine GE-Probe ablegen, aber hier steht ja, dass es die Parade misslungen hat, deswegen steht hier keine GE-Probe mehr. Dann ist er also kniend, beziehungsweise dann ist er gefallen. Na, kniend war er doch schon vorher, oder nicht? Achso, du hättest gar nicht parieren dürfen, jetzt einfach nur eine Gewandtheitsprobe werfen dürfen, die mit 19 wahrscheinlich trotzdem nicht geschafft ist, also fällt er. Punkt. Es gibt hier gar keine Parade. Wieso denn Scuffy? Da hier drin steht, es wird eine AT mit Ansage gewürfelt, bei deren Gelingen der Verteidiger eine GE ablegen muss, um auf den Beinen zu bleiben. Die GE hat er wahrscheinlich mit 19 verkackt, also fällt er. Genau, ist jetzt, genau, also wenn es gelingt, dann ist die Parade einfach nicht, seine Parade ist nicht gelungen. Er hat halt nicht pariert, sondern er hat gegengehalten gemacht, das heißt, Deine Niederwerfen ist halt gelungen und jetzt kann er die GE-Probe machen. Die hat er geschafft. So, und jetzt verliert er. Genauso. Jetzt verliert er halt nur, ich glaube, 1W6 anstatt 2W6. Okay. So, und da habe ich eben gerade schon gewürfelt, das waren 3 Punkte. Okay, alles klar. Know your rules. Ganz wichtig. Dann ist es auf der 18.
So genau, er ist nicht kniend, das heißt, er kann immer noch einen Angriff machen und er macht jetzt einen Angriff. Du stehst mit dem Dolch auf H, dann greift er dich mit seinem dornversehrten Arm an. Schaut mal nach, was ein Legionär von Jakmonit so drauf hat. 5, das gelingt. Klauen. 2W6 plus 2. Kann ich diesen Dolch überhaupt parieren? Wenn ja. Da nichts steht, dann ja. Kannst du, kannst nochmal. Okay. Ansonsten würde er 9 TP machen. Boah, wie... Gut, dann kannst du bemerken, dass seine Klauen unglaublich schwer zu parieren sind und da richtig viel Wucht hinter steckt. Also wenn er dich treffen würde, dann tut das richtig weh. Mhm. Reißt du dann deine Haut auf. Gut. Dann wo nächste bleibt Kampfrunde. Ihr? Einmal brüllen. Die Söldner klettern weiter nach unten. Jala. Ich bin ja gerade zwei Aktionen gerannt. Kann ich diese Laufstrecke in einen Sturmangriff umwandeln oder muss ich nochmal handeln? Sie steht jetzt gerade neben dir. Ja, es war ja, ich bin prinzipiell im Laufen. Kann ich das als für die 4 Meter, die ich laufen muss, für den Sturmangriff nehmen oder muss ich jetzt eine normale Attacke schlagen? Wen willst du angreifen? Lutilde oder? Milde. Ja, dann kannst du ganz normal angreifen. Kannst auch einen Sturmangriff machen. Okay, gut, dann. Meinetwegen, weil du vorher angelaufen bist, ist okay. Würde ich zulassen. Möchte ich dies tun, erschwere ich mir nochmal um 2 für Schaden. Würde ich zulassen. Trifft. Insgesamt um 6 erschwert. Habe ich falsch eingetragen, aber trifft. Ja. Dann. Versucht sie zu parieren. Warum auch immer die 20 nicht durchkam. Ich würfel nicht nochmal, weil bei mir im Fenster war die 20 zu sehen. Du kannst so Schaden machen. Alles klar. Na. Jetzt. Da kommen noch 4 vom Sturmangriff drauf. Also sind wir bei 18. Ja, Jalan donnert. Er hat sie eigentlich gar nicht erwartet. Hat auf den Legionär zugehalten. Mit dem Schwert voran in Lutinde, die Meisterdiebin, hinein und spießt sie vermutlich einmal der Länge nach auf. Ja, zieh mal von den 18 3 Punkte ab und dann kannst du ihr die 15 SP aufschreiben. Mhm. Dann ist Rintigian, dein Guardianum, ist jetzt durch, oder? Zwei Kampfrunde, ich weiß nicht, haben wir jetzt. Okay, schon dann, das war die erste, dann bist du noch eine Aktion dran. Also musst du noch zwei Aktionen zaubern, eine Kampfrunde. Was machen deine Maraskaner? Die schicke ich auf den Großen. Gut, dann tu das. Schnappt ihn euch Bruderschwestern. Ja, zieh sie einfach. Also du darfst jetzt mit deinen Maraskanern agieren. Ja, okay. Die Frau steht noch, ja. Die Frau nimmt den Treffer, sie blutet auch. Damit hat sie nicht gerechnet, mit so einem wuchtigen Hieb. So, nach Brindigian, Jalan hat schon gemacht, Elphadaios und Vasha wären dran. Ich sag einfach mal Lutinde und der Legionär ziehen vor, die haben die höhere Nini. Sollen sie machen, alles klar. Lutinde versucht dann nach Jalan wieder zu stechen. Und du stehst jetzt auf S, ne? Jupp. Dann, nee, Entschuldigung, sie hat die Distanzklasse durch die höhere Initiative bestimmt. Aber bei einem Sturmangriff darf stehst du in ich, deiner. Wenn ich, ja, richtig, ich, sie hat mit der 20, gewinne, ja, alles klar. Dann kann sie auf 2 Distanzklassen mit einer plus 12 angreifen, geht das? Nee, ne? Nein, sie kann aber mit einer plus 8 2 Distanzklassen überbrücken, wenn ihr das beliebt. Ja. Sie löst sich aus dem Kampf. Ich glaube, sie will Wascher angreifen. Dann toll. Muss sie entweder einen Angriff plus 4 schaffen oder ich krieg einen Passierschlag. Dann kriegst du einen Passierschlag, das ist okay. Alles klar. Greift sie jetzt Wascher an mit einer 1. Wieso mich? Ich bin auch schon hier. Ich denke, der ist auch mit sämtlicher Arten von Aufmerksamkeit und Kampfreflexen gelungen. Das ist okay. Dann kannst du ihr nochmal 8 Schaden in den Rücken schlagen. Minus 3er Rüstungsschutz und dann macht sie bei Wascher. Schaut mal nach. Müsste sie nicht langsam Abzüge für niedrige LE kriegen? Das würde stimmen, wenn sie denn bei niedriger LE wäre, genau.
So, dann kann Wascha einen widerlichen Schmerz in ihrem Rücken spüren. Hey, kann ich nicht parieren? Von hinten? Ja, es war erschwert, aber ich kann auch parieren. Okay, dann gucken wir nochmal. Fünf Erschwernis habe ich von hinten. Ja, und sie hat eine 1 gewürfelt, also halbe Parade. Erst halbe Parade und dann... Du willst mich fertig machen, oder? Sicher, dass du nicht lieber den Legionär parieren willst? Wandle ich halt um, so. Guck mal. Ja, deine Raufenparade halbiert, Scheiße. Dann bist du bei einer... Ja, das war's nicht. Also ein widerlicher Schmerz im Rücken. Das sind erstmal nur 4 SP. Ja. 4 SP ist gar nicht so spät. Vielleicht, vielleicht passiert gar nichts. Und Jalan kann sie jetzt von hinten angreifen. Das ist gar nicht ganz so. Der Legionär ist aber noch dran. Und der Legionär wollte auch vorziehen, bevor du dran bist. Und der Legionär, ja, weiß ich nicht. Der möchte sich umdrehen. Weil er weiß, dass gleich der Vertreter ist. Wenn schon jetzt, kämpfen wir richtig, ne? Muss mich jetzt hier nicht verschonen. Wenn ich ich überlege gerade. Ja, okay, dann komm. Einen Parade habe ich noch, komm. Komm, dann macht der Legionär erstmal mit seinen Klauen hinten, greift er dich. Machen wir das einfach ordentlich. 4. Den kann ich aber jetzt normal parieren, oder? Du hast dich umgedreht, um Lutinde zu parieren, also minus 5. Oh. Ist es denn nicht eher von der Seite? Nee, von hinten. Okay. Ist sowieso nicht geschafft. Wenn es so schwer ist, ist dann egal. Dann kommen jetzt die Klauen. Komm, gib's mir. 7 plus 2 sind 9 TP. Ja, wohin denn? Ah, Moment. 11 in den Schildarm. Yay. Yeah. Dann dürft ihr beide jetzt. Wer will zuerst? Wascha oder? Ich hab nichts mehr, ich hab pariert beide. Gut, dann hast du zweimal pariert, hast umgewandelt, kannst ja ohne Probleme machen. Ephadaios darf anrennen. Genau. Wie ist der Maßstab hier? 1 zu 10. Das heißt, das sind 10 Meter. Ein Sturmangriff reicht. Ja, habe ich aber nicht. Ja, dann renne ich mit einer Aktion vor. Und eine hebe ich mir noch auf. Ich prüfe noch mal kurz die Liturgiekenntnisprobe fürs Protokoll nach. Okay. Für deinen Märtyrersegen. Mhm. Gut. Fast eine Stunde. Ja, der Legionär hat er jetzt einmal angegriffen und mit der anderen Aktion. Er schlägt nochmal nach Wascha. Das ist ein Angriff erschwert um 4. Schafft er nicht. Achso, warte mal, du stehst ja wieder von hinten, ne? Nee, gar nicht. Du hast ihn pariert. Dann gedreht, um ihn zu parieren. Oder Hinten? Alles klar, von hinten. Du hast dich aber wieder umgedreht. Hat das halt nicht geklappt. So, dann sind die Söldner wieder dran. Die Söldner klettern weiter runter. Das heißt, im nächsten... schauen wir mal nach. Ich würfel jetzt keine Kletternprobe. Die kommen da irgendwie runter. Dann stehen die Söldner allesamt in der Gasse mit ihren Schwertern und können versuchen, mit ihren profanen Schwertern irgendwas auszurichten. Bredigian muss seine Maraskana wieder bewegen. Ich vermute, die geht zum Sturmangriff oder sowas über. Rossi, entschuldige, ganz kurz nochmal. Da steht jetzt gerade 7 Schaden. Er hat 9 gemacht, ne? Nicht 7, hast du gesagt. Genau, 2 bis 6 plus 2. Weil ich habe eine 2 bis 6 plus 2 sind 9 TP. Da habe ich eine Wunde. Alles klar. Muss also Selbstbeherrschung würfeln, der Schwert um 2. Ich weiß, deswegen frage ich ja. So, Söldner sind durch, beziehungsweise Brindicia muss seine Söldner auch ziehen, die Maraskana, dann ist Jalan dran. Ist das gerade noch die letzte Kampfrunde, weil dann könnte ich meinen Zauber auch noch beenden. Die Kampfrunde ist jetzt vorbei und die Söldner haben, also neue Kampfrunde, dein Zauber ist fertig. Jetzt genau, den habe ich am Ende der letzten, hätte ich den noch beenden können. Richtig, genau. Deswegen, dann würfel ich den erstmal aus, genau, also Brindijan hört auf, mit seinem Stapel seinem Kopf zu drehen und ruft dann Guardianum Paradai, schütze mich vor Zauberei. Gut, er hört aus, nutzt noch eine freie Aktion. Los, Myria! Auf sie! Meiner knappen noch Befehle. Gut, ich bin dran. Angriff von hinten ist um 5 erleichtert, richtig? Auf Lutende, ja, um 5 erleichtert. Oh, der Jalan brüllt nochmal, komm zurück! Macht einen Satz nach vorne, weil sie da vermutlich eh nicht aufhören wird. Und führt einen 8er Wuchtschlag. Ja, das... ist das herrlich. Ich möchte im Ring umwarten, das ist jetzt zu spät, oder?
Das ist ja natürlich. Also du hast. Jetzt zu spät. Ja, habe ich verbockt. Du hast keine Kampfreflexe, dann kannst du nicht umwandeln. Ich habe Kampfreflexe. Ach so, hast du Kampfgespür? Das, Entschuldigung. Nein, habe ich nicht. Ja, das, Kampfgespür. Ja, gut, nee, sorry, habe ich verbockt. Ist okay, weiter im Text. So, dann triffst du nicht. Wascher wird nicht vom Wundschmerz niedergerungen. Jalen ist durch Brindigian ab. Genau, also der Zauber ist jetzt beendet. 10 ASP wollte ich reinstecken, sorry, das hatte ich nicht gesagt. Und ja, meine Maraskanerin machen auf jeden Fall Sturmangriff, wenn das funktioniert, auf diese Meisterdiebin. Mhm. Zumindest die Madahajida, die vorne steht. Ich glaube, die anderen kommen da nicht ganz hin. Das sollte, 14 Metern sollte das klappen, ja. Genau, dann macht die den Sturmangriff und die anderen sollen dann weiter auf diesen Legionär. Der 15. Nee, das schafft sie nicht, den Sturmangriff. Schwert um 4 schafft sie nicht. Und nicht von hinten, was ja erleichtert ist. Achso, ja, guter Einwand, dann geht das. Würfel einfach mal einen Schaden aus, bei der Hajida. Jo, dann kannst du die Szene für Lutinde beschreiben, und DJ? Ja, also Madahajida läuft auf sie zu mit einem wilden Schrei noch in der Kehle und ja, lässt dann ihr, ich weiß gar nicht, was sie für eine Waffe hat, Totzackmesser oder sowas, oder Nachtwind, lässt sie dann niederfahren und ja, stößt den der Meisterdieb in den Bauch und ja, ein Gurgeln ist noch zu hören, bevor es vorbei ist. Bricht Lutinde zusammen, lässt ihren Dolch fallen, den sie gerade eben in Waschers Arm oder Bauch, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, versenkt hat. Und ja, blubbert nur noch. Ich hab noch 2 freie Aktionen, kann ich was sagen? Ja, 6 Worte. Möchte ich dem Legionär entgegenbrüllen. Komm her, Mistvieh, und finde dein Ende! Holst den kleinen 15-jährigen Jungen mit den Hörnern und den Reißzähnen an, der gerade Wascher den Arm ja, abgetrennt hat. Bist dir nicht ganz sicher, viel Blut fließt. Wascher kann sich noch auf den Beinen halten und bricht nicht zusammen, aber da ist so viel Blut, du bist dir nicht ganz sicher. Der Legionär, in unsere Richtung zu ziehen. Der Legionär zieht vor, also vor Alphadaios, und dreht sich einmal um. Und würde ganz gerne zweimal. Er dreht sich mit einer Aktion um, also lässt Wascher dann am Boden liegen. Und ich liege gar nicht am Boden, ich habe beide Proben geschafft. Ja, also wie du da halt krampfhaft versuchst, den diesen prasselnden Hieben von seinen Klauen auszuweichen. Er dreht sich um und möchte einen. Was hat er denn in der Hand? Streitkolben. Er zieht seinen Streitkolben in der freien Aktion und greift dann Elphadaios an. Mhm. Ich vermute mal, du willst ihm auf S entgegengehen, dann kriegt er eine 6er Erschwernis für die falsche Distanzklasse. Aber er hat eine höhere Ini. Aber das ist egal, denn er war schon im Kampf. Aber nicht 4 Punkte. Ach so. Wenn er 4 Punkte Initiative mehr hat als du, dann kann er eine Distanzklasse nach oben gehen. Ja. Eine. Ja, ich möchte ihm in S begegnen. Ja, also er würde treffen. Also dann... er schlägt mit der falschen Distanzklasse auf S, also 6 Punkte erschwert. Ja. Für ihn keinen Sinn da. Ich möchte parieren. Ja, tu das. Und es klappt. Ja, ich muss mir angewöhnen, Finden zu benutzen. Ja, gut, dann hat der Legende vorgezogen. Er verdreht es, oder Wascher. Ja, da er sich mit dem Rücken zu mir dreht, möchte ich nochmal versuchen, ihn von hinten mit dem Fußficker zu Fall zu bringen. Damit es Jalan einfacher hat. Und danach würde ich mich auch verkrümmeln, weil, ja. Erleichtert auch um 5, weil hinten. Ja, und dann möchte ich mir die 5er Schwernis direkt wieder draufgeben. Das kann ich ja, habe ich ja schon gehört. Das ist dann seine Geschicklichkeitsprobe um 5er Schwert wird, ne? Genau. Ja. Das sieht gut aus. Von... Schauen wir mal nach. 20, dann fällt er hin. Hab ich ein Schwein mit dem? 2W6 weniger. Sind. Oh, da. Sind bei der 8. Wer war da? Das ist dran. Eine Fraktion. Das ist noch ein Kind! Und dann hau ich drauf. So lustig.
Hat er noch eine Parade, wenn er hingefallen ist? Ich glaube nicht, ne? Dann ist alles vorbei. Sowieso mit der 20 dann ist er hat erstmal so alles klar, passt, dann kann er auch nicht bei einem parieren. Panzer verlierst du alle deine Aktionen. Ja, dann kann er nicht parieren. Yes, also sehr gut. Er liegt am Boden und wir sind mit einem in der Überzahl, wenn ich das richtig sehe. Genau, du bist mit wahrscheinlich in der Überzahl. Ja. Dann mache ich jetzt einen gezielten Stich auf ihn. Jo. Ein erschwert. Er liegt am Boden, damit kriegst du eine minus 3. Genau, und Überzahl glaube ich noch minus 1. Überzahl ist minus 1, sollte gelungen sein, ne? Ja. Dann... Ach nee, Moment, mit seiner Rüstung nicht, der gezielte Stich. Nee, aber ich habe seine Rüstung mit, Entschuldigung, habe ich mit, Also hast du schon eingerechnet den Modifier? Ja. Muss ich gerade gucken, ich, ja, passt. Ja, du kannst dann zustoßen, würfel gerne Schaden aus. Das sind 10. Du merkst, dass du gegen einen sehr unnatürlichen Widerstand angehst und dein Effortbart wird aus der Wunde herausgedrückt, Säure haftet an deinem Effortbart. Ja, dann ist diese Kampfrunde durch. Alle haben agiert. Lutinde ist tot. Die Söldner sind jetzt unten angelangt und könnten machen, ja, laufen. So, jetzt ist die Frage. Ihr dürft maximal mit 6 Leuten dürft ihr, glaube ich, maximal auf einen drauf, ne? Oder mit 4? Ich glaube. Ja. Ich glaube. Ihr dürft mit 6 Leuten auf eine Person drauf, aber ihr bekommt maximal den Überzahlbonus 4. So ist das. Okay. Jetzt ist die Frage, mit wem wollt ihr kämpfen? Ephadaios und Vascher sind im Kampf? Wahrscheinlich will Jalan in den Kampf gehen? Richtig, da ich die höhere Ini-Basis habe, ziehe ich einfach mal vor und nutze die Gelegenheit, um heranzutreten. Jalan kommt entspannt heran, hebt das Schwert einmal über den Kopf und sticht zu. Machen wir mal einen 8er Wuchtschlag draus. Warte kurz, der Legionär mit der 8 müsste vorziehen, also... Du kannst natürlich auch angreifen, wenn du willst, aber er wäre vor dir dran und müsste vorher ansagen. Ich glaube, das kann dir aber auch egal sein, ne? So, dann Jagold von Riedkötter kommt dran, Myria kommt dran. Und habt noch eine Person, die angreifen könnte? Madahajida natürlich. Madahajida? Ja, wenn noch Platz für eine Maraskanerin ist, dann greift der Madahajida dran. Alles klar, dann habt ihr 6 Leute, die um den herumstehen und ihr bekommt eine 4er Erleichterung für Überzahl. Wir handeln erstmal den Legionär. Der Legionär liegt immer noch am Boden. Er möchte ganz gerne aufstehen. Er möchte aufstehen. Von liegend auf aufstehen kann er in einer Aktion mit einer Geschicklichkeitsprobe machen. Das schafft er. Das heißt, er steht jetzt auf. So. Aber wenn wir alle vorziehen, kann er nicht aufstehen, oder? Richtig. Wir können nicht vorziehen, da er mehr Ini hat. Ihr könnt alle vorziehen. Ich dachte, er hat die Ini verloren, also gefallen. Achso, ich bin doof. Genau, ich bin doof. Darum verwirrt mich. In diesem Fall möchte ich ihn tatsächlich angreifen, bevor er aufsteht. Das ist okay, ist genehmigt. Gut, machen wir mal einen 15er Wuchtschlag. Er ist minus 3 und Überzahl sind 4, sind dann minus 7. Richtig, machen wir einen 15er Wuchtschlag, was dann insgesamt nach der Erschwernis ist. Jo, hau rein. Und gleich den Schaden auswürfeln. Nicht geschafft. Nicht ganz geschafft, knapp, das ist ganz schön peinlich. Brindigian läuft mit seinem Guardianum. Ja, Jalan, wie gesagt, hebt locker das Schwert hoch und will eigentlich nur dem liegenden Gegner den letzten Stoß verpassen und wird etwas davon überrascht, als er sich dann doch noch bewegt und er sein Schwert zwischen die Pflastersteine stößt. Ja, Ephadaios. Ich möchte in einer freien Aktion meinen Effortbart fallen lassen und den Legionär-Jungen greifen. Mit einer Ringenattacke. Wow. Also, es stehen jetzt 5 Leute um dich herum, die jetzt mit Schwertern und nach ihm hauen. Und du willst dich jetzt auf ihn stürzen und ihn zu ringen. Ist das dein Ernst? Ja,